konnte mich davor auf. Wir haben Holmes durch, ja. Wir haben Holmes fertig gemacht, haben wir. Oh. Das Spiel ist so super laut, ne? Okay, wo waren wir? Was ist das denn? Warum habe ich einen Teppich in der Hand? Okay, Dr. Kotzen 6, Sherlock. Dr. Kotzen oder drogenabhängig. Ach ja, stimmt, wir haben Remastered und sowas gemacht, ne? Okay. Seit du umgezogen bist. Bist du auch örtlich weiter weggezogen? Also in anderes Klima zum Beispiel, weil ich weiß, bei mir ist die Luft so. Ja, Migräne draufbeschwören, so ungefähr. Was wollten wir denn machen? Haben wir irgendwas gerade am Laufen? Warum habe ich denn jetzt schon wieder einen Teppich in der Hand? Wo kommen die Teppiche her? Wo kommen die Teppiche in meiner Hand her? Okay, haben wir was am Laufen? Nee, ne? Immer noch. Ich hab's schon super leise gemacht. Also noch leiser kann ich aber nicht machen. Knarrt. Da höre ich ja nichts mehr. Der Körper mag heilen, was? Okay, was wollten wir machen? Irgendwas wollten wir machen. Achso, okay. Aber ich so ein Ticken lauter wieder. Aber nicht zu viel. Was wollten wir machen? Ach, wir hatten ja Pokémon angefangen, richtig? Wir brauchen Pokémon. Was entwickeln wir denn? Was? Oh. Was? Hä? Wen unterstützen wir denn überhaupt? Hä, die machen doch gar nichts. Hör auf zu unterstützen. So. Spiel entwickeln. Fortsetzung. Pokémon. Pokémon. Red. Schlaf gut, böse Pandas. Und schön, dass du da warst. Okay. Spielgröße. Wir haben schon AAA. Wie viele von den Dingern haben wir denn? 25 und 30. Ja, dann reicht es ja als A. Urheberrechte verletzt. Ach, Quatsch. FIFO Club World. Können wir eine neue kaufen, bitte? Haben wir hier irgendwo Pokémon? Julia and the Monster. Obwohl, nee, ist zu früh. Wir können Pokémon noch nicht kaufen. Alles gut. Alles wird gut. Zielgruppe. Kinder. Auf jeden Fall Kinder. Engine. Windows plus plus plus. Können wir bitte nach Marktanteil, danke. Personal Computer. Pretendo. Weit. Ich will Sieger. Urhebergesetz. Bin echt bestimmt, ob es ein AAA-Titel ist. Kommt drauf an, wie viel du machst. Wie krass es wird. Oh, den brauchen wir. Usch. Hier, den brauchen wir. Anti-Cheat können wir noch nicht. Warte, was muss man für Anti-Cheat können? Nur bei Multiplayer-Spielen macht es Sinn. Ja, und? Ich will auch, dass die Pokémon nicht cheaten. Okay, was haben denn unsere Leser gesagt? Unsere Spieler gesagt. Pokémon. Sehr zufrieden. Begeistert von der Grafik. Begeistert vom Sound. Begeistert von der Steuerung. Stärkere Optik-Priorität. Bessere Story. Okay. Okay.
Bessere Atmosphäre, bessere Spieltiefe. Zu sehr für Casual. Okay, dann hier. Bitches, dann macht halt. Passt. Nippkäufe haben wir ja nicht. Auf geht's. 50 Hype. Stopp. Hab ich vergessen. Unterstützen. Hier. Hochwertige Sounds. Für Pokémon Red. Gameplay für Pokémon Red. Grafiken für Pokémon Red. Oh, es stimmt sogar. Guck mal, das stimmt sogar der Gameboy. Machst du Spielberichte? Nee. Ich mach keine Spielberichte. Also, du meinst Spielbeschreibung, oder? Das ist mir too much Aufwand. Dafür, dass eh nur eins von vielen Spielen ist. Dankeschön, Lurker. Und dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Schlaf später gut. Danke dir, Lurker. Engines entwickeln. Warte mal. Können wir forschen mal. Das arme, den bärtigen alten Mann nach mit was denn? Oh Gott. Dein Spiel, Dr. Kotze 7, Tote Kinder lügen immer, gilt als wegweisender Meilenstein der Videospielbranche und hat einen neuen Trend durchgesetzt. Mit meinem Spiel? Pokémon Red? Denkspiel und Detektive. Das ist jetzt unser Trend. Das heißt, es wird Zeit für Dr. Kotzen 8. Es wird Zeit für Dr. Kotzen 8. Ach so. Mag sein. Kann passieren. Das ist für mich okay. Wir können auch mal das gleiche Spiel spielen. Brobound. Multiple Enden. Boah, schneller, wir brauchen die. Multiple Enden. Oh Gott, wir müssen die Escape-Reihe wieder machen. Ja, sie forschen gleich weiter. Perfekt. Wir müssen die. Ich weiß nicht bei meines, wie viel wir sind, aber die müssen wir weitermachen. Was ist heute mit euch? Die produzieren Bugs. Ich sag euch. Ente, ganz. Wir sollten mal wieder einen Kurs machen. Ich glaube, für die Grafikgruppen sollten wir das echt mal machen. Wow, Brawl Silent. Ich meine, für Pokémon Red war es eh nicht sinnvoll. Alter, was ist mit dem Sound los? Danke. Einer deiner Soundspezialisten hat in seiner Bibliothek ein altes, von ihm erstelltes Musikstück gefunden. Dieser Track passt außerordentlich gut zum aktuellen Spiel. Finde ich gut. Wir brauchen mehr Sound. Ach, wir müssen ja auch mal wieder gucken. Arbeitsmarkt, ne? Nicht so. Haben wir noch Platz für Sound? Wir haben keinen Platz mehr für Soundleute. Ist ja kein Wunder, wenn wir nur so wenig Soundleute haben. Einer deiner Grafiker hat in seiner Freizeit die Arbeit am aktuellen Spiel fortgesetzt. Dadurch wurden viele minderwertige Grafiken verbessert. Wer war's? Der kriegt sofort eine Gehaltserhöhung. Wo ist er? Immer Add-on. Kostenloses Add-on für Dr. Kotzen. Max? Achso, hat's schon. Perfekt. Zu viel Lärm, nicht so passt, ja. Ich brauche mehr Sound in meinem Leben. Okay, wartet. Haben wir hier ein Klo? Entschuldigung. Brauchen wir hier ein Klo? Also jetzt ernsthaft? Haben wir hier ein Klo? Wie viel Geld haben wir? 43 Millionen. Red. Ein übermüdeter Programmierer hat die letzten Stunden einige Kernelemente überarbeitet. Leider war er dabei so unkonzentriert, dass sich einige Bugs eingeschlichen haben. Plus 26...
Wer? Gib mir einen Namen. Gib mir einen Namen. Pokémon Red. Technisch. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen hier... Oh ne, wisst ihr, was wir machen? Kann man eigentlich die ganzen Büros umgestalten? Also kann man den einfach so nehmen? Weiß das jemand? Ob man den ganzen Raum irgendwie transportieren kann? Weiß das jemand? Geht nicht, schade. Support. Wir brauchen eh mal eine neue Support-Abteilung. Wir sind jetzt... Ich meine, wir haben jetzt 960, Entschuldigung. Komm, wir machen hier mal so eine Sound-Abteilung. 5x5. Sound, sage ich schon. Support-Abteilung. Okay. Passt. Können wir ja mal einen zweiten dann einstellen. Schon mal so vorsorglich, ne? Das ist halt so ineffizient, wie ich sie da hinstelle, ne? Ich muss mal ein bisschen rumprobieren, wie das am besten ist hier. Snapping aus. Und dann könnten wir halt noch einen Tisch hier so in die Ecke machen. Und das auf der anderen Seite auch. Ja, ich glaube, das ist mir lieber. Wir stellen den jetzt einfach mal... Stellen den mal so hin und dann bauen wir erstmal das andere Zeug fertig und dann stellen wir es um. Ich krieg ein TV. Achso, das ist falsch rum. Ineffizient ist aber schöner fürs Auge. Das ist mir egal. Ich bin der Chef. Die müssen mein Geld einarbeiten. Das ist doch mir egal, ob sie es schön in ihrem Büro haben. Die sollen arbeiten. Die müssen ackern. Die sollen sich schön haben. Wo kommen wir denn da hin? Wir machen hier so in die Mitte. Schön den Platz richtig zu. Oh, ein Wasserding muss den reichen. Mehr kriegen die nicht. Denn da hinten reicht. Okay, wartet mal. Eine Pflanze kriegen die auch noch. Muss ich schön sein. Wieso haben wir eigentlich noch keine Trophäe bekommen? Ach, die tut mich eigentlich so doll, ne? Ja, die sind viel besser, weil die können nämlich oben drüber hängen. So. Nein! Sitz. Platz. Aus. So. Das ist schön. Da werden sie wenigstens nicht abgelenkt. Oh Gott, meine Stimme. Ich glaube, ich habe zu viel geredet gerade. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe zu viel geredet beim Auspacken. Habe ich zu viel geredet. Wir nehmen den. Das ist mein Lieblingsteppich. Da können wir einfach alles abtrennen mit. Big Boss, richtig. So, jetzt. Obwohl eigentlich ist es gar nicht so schlecht, glaube ich. Ist so ein bisschen, also es ist ja genauso viel, als ob ich es spiegelverkehrt mache. Sieht wenigstens ein bisschen chaotisch aus, also ein bisschen realistischer. Okay. Hydrate. Guter Punkt. YouTube. Was soll ich damit gemacht haben? Nichts Besonderes. Ich habe Essen davon bezahlt.
Und sowas wie Miete. Okay. Also nichts Krasses. Okay, wir müssen Engine Features. 16-Bit-Grafik. Jetzt wird's krass. Gleiche Frau da und zwar dem Boss war das. Sie, die Dominik, okay. Ein Held muss was? Okay, das heißt, was wir ja eigentlich machen wollten. Du arbeitest jetzt hier drüben. Ah, warte mal. Ich brauche für den Flur. Komm, wir machen hier so einen Sputnik hin. Hier so ein Sputnik. Ein Mülleimer. Hast du mir gerade die Daumen gezeigt? Danke. Ich mag dich auch, Sputnik. Eine Heizung. Perfekt. Aber also, wenn ihr Pipi müsst, ihr müsst halt woanders hin, ne? Ich krieg aber einen Medizinschrank. Will nicht so sein. Boah, ich hoffe, ich habe Morgenstimme. Oh, warte, wir brauchen hier aber noch Dingsbums. Dingsbums brauchen wir. Dingsbums. Ein Teppich. Ah, das sieht schön aus. Wir haben fünf Fenster, das reicht doch. Ist vor allem eh nur ein. Nur ein Kerl, der kann das. Anthony kann das. Der kann aus dem Raum pinkeln, ich weiß es. Ganz sicher. Noch 134 Bucks. Okay, gut. Was ich eigentlich machen wollte. Gegenstand verkaufen. Kann man das irgendwie cooler machen? Können wir. Warte, bin ich jetzt. Wie viel einfach so lösche den Raum? Kaufst du dann alles? Hallo? Tut er nicht, okay. Ernsthaft? Ich muss jetzt alles einzeln auswählen. Guck mal, der hatte sogar nur auf einer Seite Bilder. Okay. Support. Können wir jetzt den Raum löschen? Nicht? Wie macht man das? Soundstudio. Ich möchte, dass das Soundstudio wird. Aber... Wie mache ich das? L-Shift entfernen. Er konnte ja nur so arbeiten. Tja. Wie kann ich das denn machen? Ich will, dass das ein Raum wird. Bearbeitungsmodus. Was ist denn der Bearbeitungsmodus? Ach so, ja. Hier. Aufgaben für diesen Raum abbrechen. Kannst du es nicht selber? Hey, du da drüben, mach mal deine Arbeit, ne? 223 unbeantwortete, mach mal hin jetzt. Ah ja, hier, so jetzt. Danke, Epi, danke schön. So. Ah. Ah. Jetzt. Jetzt hammer's. Jetzt ist alles wieder gut. Okay. Perfekt. Problem an der Sache wird nur sein. Ist alles ein bisschen eng hier, ne? Guck mal, wenn wir dich so ein bisschen drehen, ne? Ja, kannst du dich da jetzt mal dran setzen? Mann, tu nicht so. Okay, Soundstudio. Arbeitsplatz 2. Mehr da drei. Frag von Freund. Schade. Kriegen wir nicht. Dann können wir es auch schöner machen. So.
Können wir auch die Heizung? Ich wollte die Heizung! Ich will die Heizung! Entschuldigung, mir geht's gut. Ich bin nicht sauer. Ist nicht zu eng. Ja, das passt doch. Schön so. Wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Heizung. Was ist mit dir? Ist dir kalt zufällig? Da mache ich was dagegen. Keine Sorge. Guck. Mir muss die Woche. Magnifik. Richtig, die Portugiesen können halt das beste Französisch. Bonjour, wie wir Italiener sagen, ne? Okay. Vielleicht sollten wir noch eine Pflanze machen, weil das ist echt ein Kaktus, weil ihr so kacke seid. Können wir uns eigentlich darauf einigen, dass die Mehrzahl von Kaktus Kaktussen ist? Können wir das irgendwie durchsetzen? Dann heiße Beats, ja. Ich meine, wir haben jetzt zwei mehr hier. Brauche natürlich auch noch Arbeiter, aber wir haben halt momentan gar nichts. Manfred. Loyal. Ordentlich. Führungsstärke. Menschenfreundlich. Manfred, herzlich willkommen. Oh ja, sowas kenne ich. Kumani hat das Spiel Mega Tennis Add-on veröffentlicht. Ey, die gehen mir auch fremd. Das finde ich nicht gut. Wie geht's dir da drüben eigentlich? So, bist du traurig, so alleine zu sein? Dr. Kotzen unter Drogen. Wie das niemand kaufen will, warum? Wir haben noch 76 Bucks. Aber boah, haben wir viel Grafik. Der Exklusivvertrag mit Komani ist abgelaufen. Du kannst nun wieder deine Spiele selbst vertreiben oder einen neuen Publisher suchen. Hallo, stopp, wir sind noch nicht so weit. Ja, jetzt. Was? Wo? Spiel vom Markt genommen. Habt ihr nicht gerade noch ein Add-on dafür? Classic und das. Remastered. Ja, ist kein Wunder, wenn wir ein Remastered haben, warum sich das Classic nicht verkauft. Was ist falsch mit euch? Sollen wir es mal versuchen? Sollen wir es versuchen, es selbst zu publishen? Ah, oh, wir machen die Tür kaputt. Ja. Das kriegen wir hin, ne? Wartet. Sollten wir vielleicht nur die Pflanze dann, naja, ein bisschen aus dem Weg stellen. Schön. Wir sind eh nie Menschen drin. Wir brauchen hier gar nicht irgendwas, oder? Plus. Schön. Hm.
probiere es aus, okay. Ist halt ein Risiko, weil ich meine, es geht um Pokémon. Pokémon, Entschuldigung. Und Pokémon ist. Pokémon ist halt unser Ding, ne? Und das sollte eigentlich schon funktionieren. Nein! Jetzt spiel. Oh. So. Entschuldigung. Wir machen hier einen Mülleimer hin. Ich weiß nicht, bei dem Spiel habe ich nicht mehr so das Bedürfnis, meine Heizung, genau, wenn hier eh niemand ist. Nicht das Bedürfnis, dass alles perfekt sein muss. Ich weiß auch nicht warum. Kunst. Produziert ihr Kunst? Guckt euch Kunst an, damit ihr Kunst... Passt das da nicht? So, passt schon. Was können wir denn Spiel produzieren? Können wir echt noch nicht anfangen? Können wir nicht anfangen, das selbst? Ich muss erstmal rausfinden, wie man das macht. Ich gucke jetzt extra nicht in den Chat, weil ich gar noch nicht wissen will, wie. Ich muss erstmal selbst gucken. Ja, eben. Das ist, also man kann es echt nicht perfekt machen. Tari. Okay, ihr seid noch am Sounds machen. Ihr polisht nur noch. Der Entwickler Komani hat für das Spiel Megatennis seine Engine lizenziert. Die Abrechnung wurde soeben mit übermittelt. Die macht auch Mist. Strip Poker. Okay. Wir müssen aufhören. Wisst ihr warum? Es wird Zeit für Dr. Kotzen. Selbstvertreiben. Oh. Knall. Digitalversion Februar 2003 freigeschaltet. Standard. Komm, ihr kriegt eine kolorierte, okay? Eine kolorierte. Dafür kostet es $1 mehr. Deluxe. Und eine Sammelfigur. Natürlich eine Sammelfigur. Perfekt, ja. Dafür kostet die aber... Hä, wie billig ist die denn? Wollt ihr mich verarschen? Die kostet auf jeden Fall 25... Immer noch voll günstig. So sehe ich das. In wie vielen Wochen? Ich weiß halt nicht, wie viel wir produzieren können, ne? Megatennis auf Windows wird sich nicht durchsetzen. Ich versuch's mit 4 Wochen. Okay. Ja, pst, jetzt. Ja, lass mich in Ruhe. Oh. Ein Hit? Ist ein Hit, aber nicht so toll. Ein enorm motivierender Ansatz mit Sogwirkung. Diese Grafik ist besser als die Realität. Ja, so sieht es. Sieht aus wie Pokémon. Sieht echt aus wie Pokémon. Das Spiel wird begleitet mit glasklaren Soundeffekten und einem genialen Soundtrack. Erwähnenswert ist die intuitive Steuerung. Hier wurde alles richtig gemacht. Dieses Spiel wird ein Hit. Absolut empfehlenswert. Ja, dann produziert mal bitte das Spiel, damit es auch ein Hit werden kann. Automatisch nachproduzieren machen wir mal an. Wie oft verkauft sich denn unser Spiel so? Ich mach mal 200.000. Deluxe Edition. 52. Ich will nicht zu wenig haben. Produziert. Brauchen wir eine größere Lagerding? Wir brauchen eine größere Lagerding. Okay. Alles gut. Kriegen wir hin. So, perfekt.
Da muss ja keiner laufen, ne? Das passt schon. Danke. Jetzt hör auf, ich will das gar nicht. Hä? Warum? Oh, jetzt ist es außen. Nee, komm mal her, du sollst... Achso, das war alles dabei. Ich bin so... Okay, wir haben es produziert. In einer Woche ist es soweit. Oder ist es die erste Woche der Produktion? Okay, okay. Ich weiß nicht, das funktioniert nicht so gut. Alter, wir haben voll Minus gemacht. Okay, stopp. Stopp, du da oben. Spezialmarketing. User Reviews. Nein. Nein. Nach Release das Spiel Demo veröffentlichen? Nee. Nee. Wir machen Spiel. TV. Das ist uns Pokémon Red, ist es wert. Ja, das ist ja auch mein Spiel. Guck mal, wie wir... Oh, wir haben Minus. Ich glaube, ich brauche ein Publisher. Jurok 2. Keine neuen Aufträge. Ja, das ist mir egal. Ich mache eh keine Aufträge. Ach so, ups, Entschuldigung. Wir müssen... Fortsetzung. Okay, ist einfach dabei. Dr. Kotzen 8. Sagt nichts. Sagt nichts. Der Schmerz sitzt tief, okay? Updates für Spiel mache ich, ja. Dafür habe ich extra die kleinen Büros. So gut. Naja, egal. Wir müssen auch eine neue Engine machen, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wir müssen den Hype ausnutzen, den wir selbst gemacht haben. Bei 2 Komodor bekommen. Warte mal, DevKits erwerben. Gibt es inzwischen was? 0111140200. Nee. Ja. Ist ja auch schon wieder voll schlecht. Was ist denn mit euch? Also ich glaube, Dr. Kotzen wird erstmal mit unserem Publisher gehen. Das ist mir zu viel, alle Spiele selbst zu produzieren. Sound gewünscht, dass irgendwie einsteigerfreundlicher ist, eine stärkere Gameplay-Prio. Noch mehr? Nee. Alter, nee, vergesst es. Das ist mehr kann ich euch nicht geben. So. Okay, ihr... Hochwertige Sounds. Alle aktivieren. Hochwertige Grafik. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele verschiedene Büros habe. Nee, nicht unterstützen. Es ist... Dadurch, dass alle halt so schlecht sind, müsste ich eigentlich erstmal das ausnutzen, dass ich die anderen Büros lernen lasse. Erweiterte KI. Habe ich jetzt alles gemacht? Perfekt. Ja, finde ich auch. Also ich finde es... also du hast einfach too much. Du hast einfach viel zu viel. So, Unterstützung abbrechen. Und diesmal brauche ich euch wieder. Ihr müsst echt... Pokémon Red. Fighting. Hallo, May. Ja, auch einen wunderschönen Abend. Also ich finde es halt wirklich super schwierig. Weil gefühlt, also, keine Ahnung, du musst im Jahr 5000 Spiele machen und das zu der Zeit, weil du sonst total irrelevant bist. Und das ist halt, das steht in keiner irgendwie Wahrheit. Hallo, Scorpi. Hallo, Kiloni. Infocorp Railroad, Tate Dungeon Hard. Also ich hätte wirklich lieber, dass die Spiele voll lange dauern, die man macht.
da noch die Engine. Ja, also ich hätte viel lieber. Apropos gutes Stichwort, wollte ich ja machen. Alte Engine upgraden. Windows 8. Obwohl, wir machen jetzt Vista. Wir sind halt früh dran, okay? Es kostet auf jeden Fall mehr. Die kaufen es ja trotzdem. Achso, ja, Entschuldigung. Sorry. Scusa. So schön. Also ich hätte lieber, dass es so wirklich realistischer ist. Meine Fans meinen, dass Pokémon Red zu sehr für Casual Gamer. Ihr könnt auch. Also ihr könnt mich echt mal kreuzweise. Was wollte ich jetzt sagen? Das mehr so ist, dass du halt ein großes Projekt hast und dann nebenbei Auftragsarbeiten und so annehmen musst. Das fände ich cooler. Wir brauchen bald einen neuen Kundensupport. Es wird mehr als weniger. Kaffee Mimi, mir aber kein Mimi. Was Weltenwandler, sagt mir. Ich finde halt, wenn du so das als Produktionsding nimmst und dann das noch dazu gekauft hast, dann kannst du 2 Spiele im Jahr ungefähr produzieren. Ich finde, du solltest dann 1 wenigstens irgendwie auf was anderes konzentrieren lassen. Und so ist es halt einfach nur Spiel. Das finde ich noch ein bisschen schwierig. Aber ist okay. Also für den Stream ist okay. Für Privatspielen. Ja, so habe ich Sherlock auch in Erinnerung. Ja. Genau so. Ja. Weiter. Ja, im Prinzip. Leider ja. Also für den Stream ist okay, weil man nicht so lange warten muss. Aber so Privatspielen, glaube ich, wäre mir das halt so. Ich meine, ich spiele auf einfacher Geschwindigkeit gerade. Ja, mal gucken. Aber ich glaub's fast nicht. Aber who knows, ne? Komm. Forscht. Was habt ihr gemacht? Add-on. Sollten wir vielleicht... Und zwar der Update. Komm, wir machen ein zweites sofort hinterher. Easy. Wir haben fast 2 Millionen gemacht. Das geht schon. Okay. Wir müssen nur Gewinn machen. Alles andere interessiert uns nicht. Was wie Rollercoaster. Rollercoaster Tycoon. Das hat sogar mein Vater immer gespielt, ne? Boah, ich erinnere mich noch dran. Ich weiß noch, das war so, ich war halt voll klein, ne? Und dann war ich mal so, Papa, warum geht das immer nicht, ne? Und er konnte das halt, dieses, Achterbahn bauen und hat das auch richtig gemacht. Und bei mir sind die Leute immer gestorben und das war für mich halt so, das funktioniert gar nicht. Und wir machen jetzt noch ein Oldie but Goldie dazu. Und vielleicht wird es dann nochmal ein bisschen mehr verkaufen. Ach so, das... Okay, wir haben noch 175 Bucks. Ich dachte halt wirklich eigentlich, dass wir hier das irgendwann so umbauen, dass wir hier ein Entwickler-Dings drin haben. Hier ein Studio, das ist ja auch darauf ausgelegt, ne? Aber ich habe halt festgestellt, dass es viel effizienter ist, wenn du alle an einem Spiel arbeiten lässt. Es ist schneller. Es wird viel besser. Und deswegen macht es keinen Sinn, mehrere Spiele gleichzeitig zu machen. Lemminge, ja, das war so. Safe Games mit Kumpels. Remastered vom Markt genommen. Also für ein Remastered, das hat mir genauso viel eingebracht wie Dr. Kotzen 7. Okay, jetzt sind die weg. Noch genug auf Lager. Die Updates bringen es voll wieder. Pokémon hat einfach nur ein gescheites Update gebraucht. Da war halt noch nicht so viel Content. Wir haben es zu früh rausgelassen. Wir haben halt den Pokéball vergessen. Wir konnten noch keine Pokémon fangen. Pokémon fangen. Ich finde auch traurig, dass diese Sprüche da viel zu kurz da sind.
hieß es noch? Sakubahn? Nee, da, das Kistenschieben, boah. Der Kuchen ist eine Leid. Echt, kann man? Wo denn? Sakubahn. Oh. Nein, ich habe schon wieder falsch gemacht. Mach das weg. Hier eine Option. Sprechblase anzeigen? Ja, aber... Der Fanbrief, aber das sind keine Fanbriefe. Zählt das als Fanbriefe? Nee, okay. Aber hier sind nur die Sprechblasen, mehr habe ich hier nicht. Boah, Larry will ich auch irgendwann mal spielen. Das finde ich mich schade, weil sowas... Ich bin sowohl glücklich als auch unglücklich ohne den glücklichen... Morgen habe ich auch voll viel gespielt. Die Fans hätten sich eine bessere Atmosphäre bei Pokémon Red gewünscht. Atmosphäre bei Pokémon, aber sonst geht's euch gut, ja. Engine Feature. Erweiterte Physik. Auf geht's. Okay, wir nur. Okay. Geht echt bergab. Wir müssen einfach nur pushen. Updates. Okay, wir hauen jetzt das letzte. Obwohl, wir machen jetzt ein kostenpflichtiges. Na, das wird auch angezeigt. Obwohl, doch. Doch. Alles. Es wird teuer. Flotilla Silver. Nee, der Uta bitte. Den hätte ich gern. Ja, den hätte ich gern. Danke. Pokémon Red. Pika. Pikla. Pika. Pika. Pikla. Pikla. Oh, das ist eigentlich gut. Warte, wir machen Pikla. Pikla. So. Deswegen ist nicht gleich. Alle Sprachen. Das mit multiple Enden bei Pokémon. Wer kennt es nicht? Und die krassen Zwischensequenzen. Pokémon, Addon. Pokémon. Nicht Pokémon. Was ist ein Pokémon, von dem du redest? Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Switch gekauft. Echt? Das gibt es sogar? Krass. Dafür war es bekannt. Dafür ist es bekannt. Hallo, wir sind im Jahr 1988. Dafür wird es bekannt werden. Dynamischer Schwierigkeitsgrad. 1988? Pikla, Pikla. Pokémon, nicht Pokémon, Mann. Jetzt merkt euch das doch mal bitte. Rollenspiel Landwirtschaft. Scheiße, wir haben es. Rollenspiel Landwirtschaft. Sowas wie Medieval Dynasty. Poki davon, dass du seinen Namen hast. Natürlich. Poki hat mich angefleht. Hat aber gut eingenommen. Doch, läuft. Easy. Sag meiner Frau, ich hatte eine andere Frau. 73 Bucks noch. Technik ist halt überhaupt nicht gut gerade. Bucks? Wieso? Der. Nee, das habt ihr gemacht, ja. Ah, automatisch Bugfixing starten. Nehmen wir mal Polishing. Das finde ich ganz gut, wenn die Bugs ein bisschen brauchen, weil dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Grafikkuchen, ja, Grafikkuchen. Hier sitzen meine Grafikkuchen. Ach, wir wollten ja nach dem Arbeitsmarkt, ne? Mal gucken, ob wir hier was Schönes finden. Achso, wartet.
Noid. Unerschöpflich. So stark. Mensch, nee, mag ich nicht. Hallo Werner. Okay, noch 41 Bucks. Sonst haben wir alles durch, richtig? Ist nur noch Polishing. Perfekt. 3200, das ist aber nicht so gut. Also wenn man das mal vergleicht, das Pika Pika halt dafür, dass es viel später raus, viel früher rauskam schon. Allein technisch, ne? Meine Digimon. Ah. Schreibt ihr jetzt in meinem Chat, um zu schreiben, dass Gronkh euch nicht liest, weil sein Chat voll ist? Das finde ich auch nicht nett. Können wir bitte über mich schreiben? Bin ich Gronkhs erweiterter Chat? Natürlich freue ich mich. Mal guck mal, hier ist Tarnemon. Hier ist Tarnemon. Das ist gut, dass wir es nicht mit der Kamera gemacht haben. Also. Redet über Nintendo. Ich muss gerade gucken, wie wir heißen. Was habe ich jetzt? Qualitätssicherung. Bin ich bescheuert? Nein, Weltenwandler, nein. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter! Wie viel Geld wir einnehmen mit Pokémon Red? Die Marketingkampagne. Null Bucks. 4000 Grafik. Komm, die 3000 machen wir doch. Dominik wird rallig. Ist Dominik nicht immer rallig? Ich muss Pipi. Das heißt für uns, wir machen nicht mehr so lange. Weil ich nämlich Pipi muss. Und morgen müssen wir immer noch gucken, was wir. Ich bin Publisher des Jahres! Ich bin Publisher des Jahres! Wie kann ich denn Publisher sein? Ich hab. Naja. Können wir bitte erst klären, was Rallig ist? Naja, Rallig, geil. Wir müssen klären, was wir morgen spielen, weil wir morgen. Scheinbar nicht mehr so viel von Resident Evil übrig haben. Kommt drauf an, entweder gibt es so viele verschiedene Anpassungen. Namen schon Musik? So rallig, rollig, rattig, weißt du das? Alles. Ein Shiny Pokémon, ja. Alle anderen aufkaufen, bin ich dafür. Romani, komm. Wir müssen mal gucken. Oh, echt mehr Leute. Wir sind so wenig. Alter, ihr könnt mich mal mit euren wenigen Perks. Was will ich mit euch? Ohne Perks, Boniface. Ich glaube, Sack, dass du dich nicht schämst, dich bei mir zu bewerben. So. Oh, ist das noch geil. Ich mag das Wort geil nicht, ne? Ich finde das Wort geil. Irgendwie finde ich es eklig. Ja, aber Ipi, man muss halt heute, muss man halt alles ein bisschen anders sagen. Aus dem Rallig ist ja noch alt. Also, müsstest du also schon, wenn dann alles horny und so. Also, du musst alles auf Englisch sagen. Okay. Sind die voll? Sind die leer? Trotzdem. Wusste ich, klingt irgendwie immer lustig. Ich finde, es klingt voll süß. Okay. Capcoms. Woo. Pony hat meine Engine lizenziert. Krass. Könnte immer teurer werden. Saftiges Ding mit selbstgemachten Partner. Laser wie Horny Dommy ongeturnt. Ongeturnt. Von
getan. Ich sage nur, das Lustigste, was ich gelesen habe, war... Oh. Also das, wo ich nicht gleich irgendwie richtig die Krise gekriegt habe, also so mit so richtig schlimmen Wörtern, sondern wo ich echt einfach nur lachen musste. Irgendwie, ich muss meinen... Irgendwie mein Self-Love-Game upsteppen. Irgendwie sowas in der Art was. Ich mir auch so... Warte mal. Starte Automatik. Ja, auf jeden Fall. Liebe Cutter. Ja, keine Ahnung. Game upsteppen halt. Also Self-Love war halt auch irgendwas. Brobound hat meine Engine... lizenziert. Ich bin halt die Beste. Die Beste auf dem Markt. Okay, wir müssen... warum können wir die nicht einfach als gleich abwehren? Können wir einfach das Plus weglassen? Guck mal. Können wir das jedes Mal? 204 07 0517 Amigo. Der könnte cool werden. Okay, I got your point. Actually, honestly, in my opinion, in my honest opinion. Schon zum Cringe, ne? Ich hab Cringy halt schon immer, also Cringe und Cringy benutze ich genauso, wie ich es früher benutzt habe. Ich werde mich nicht irgendwie, oh, das ist voll der Cringe, sondern Cringy ist für mich immer so dieses, oh, das ist jetzt echt Cringy, irgendwie so dieses Unangenehme, weil wir, ich finde, im Deutschen haben wir kein Wort für Cringy so richtig. Literally. Mit Teppichmesser, immer Demi-Dad, immer. Epi, das ist die heutige Generation. Das sind die, die direkt nach mir kamen. Ich war ja schon uncool in meiner Generation, weißt du? Also ich war da schon nicht bei den coolen Kids. Und sie ist halt nochmal 3,5 Jahre oder so jünger. Und deswegen, das sind die alle. Das ist alles so International Globalization Stuff. Punkt. Keine Ahnung. Ist halt... How you speak today? Peinlich. Ich finde, also... Ja, für mich halt unangenehm. Cringe ist für mich eher so... Also wirklich unangenehm. Peinlich ist halt ähnlich, ne? Aber für mich ist es wirklich einfach nur, wenn du nicht sagen kannst, peinlich. Sondern wenn es einfach nicht so ist, so... Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Sondern richtig so, oh nee, nee, ich will nicht drüber nachdenken. Das ist echt cringy. Ich mag die deutsche Sprache auch echt gern. Aber naja. Bitte was, Demi-Dad? Das sind Frauen... Kaufst du in der Frauenabkleidung? Also ich kaufe auch in der Männerabkleidung teilweise. Also von dem her. Wir können rein. Basato. Alle, die nicht irgendwie dabei sind, wir sind alle alte Säcke. Wir sind viel zu... Wir sind halt oldschool, weißt du? War ich jetzt auch cool? Slamchain ist doch cringe, oder? Ich habe keine Ahnung, Veritas, für was du es wirklich benutzen sollst. Hä? Da sind 30 Bucks drin. Vergesst es. Passato ist öfter hier. Ja, ich bin auch die Letzte, die irgendwie englische Wörter nicht benutzt. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt so ein Trend ist, dass man auf Biegen und Brechen unbedingt irgendwelche englischen Wörter reinpackt. Und da denke ich mir halt so, wenn du honestly sagst, ehrlich gesagt, ist doch genauso. Museums Intercoin to continue T-Shirt. Oh, Alter, ich bin zu dumm. Verstehe ich, Weltmann. Verstehe ich. Achso, ja, nee, meinst du das? Das ist lustigerweise beides von, wie heißt das? Oh, wie heißt das? Na, dieses. Da, wo man immer Papiertüten kriegt mit dem blauen Logo. Dieses, wo alle mal hingehen. Dieser billigere Laden. Nicht H&M, nicht C&A. Dieses...
Klamotten, Epi, Klamotten. Primark, danke, genau. Von Primark sind die beiden Sachen. Es leuchtet blau, Weltenwandler. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Die meisten pressen halt unbedingt englische Wörter rein. Was ich dann halt immer so ein bisschen so cringy finde. Aber es gibt halt wirklich manchmal englische Wörter, die du nicht... Also wenn dir das deutsche Wort nicht einfällt oder wenn du sagst, okay, das englische Wort klingt aber... Also hat noch mehr diesen Beigeschmack von dem und dem. Und dann nimmst du halt das Wort. In jedem Satz, ja. Ich sag ja auch immer too much. Ich mag too much, much. Ist jetzt too much und dann aber much, weil der much... Naja, egal. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich mag Englisch sehr gern. Das ist eine sehr schöne Sprache auch. Aber ich mag gern Englisch und Deutsch getrennt so ein bisschen. Ich hatte schon... Also ich bin ja jetzt schon abgehärtet, ne? Ich bin ja richtig abgehärtet. Es hat mich schon bei Gronkh zum Beispiel getriggert, als er... Der hat ja recht relativ früh damit angefangen, mit dem Nice. Jedes Mal, wenn ich Nice gehört habe, war so... So ein Zusammenzucken. Inzwischen, ich bin so abgehärtet, das Nice höre ich noch nicht mal mehr. Unisex bist schon so... So was? Ich habe aufgehört zu lesen, Demi, dann, weil ich dachte, du erklärst was, weil danach habe ich dann Primark gesagt. Okay, warte. Entschuldigung, Demi, Entschuldigung, ich habe vielleicht einfach nicht gelesen. Entschuldigung. Der war nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Getriggert, aber getriggert, dafür finde ich auch kein besseres Wort. Ja, so Denglisch, es gibt ja dieses Grunddenglisch, was halt normal geworden ist. E-Mail zum Beispiel, ne? Hallo, bis down. Du sagst ständig nice? Ich sag nie nice. Also... Ich glaube, ich bin einfach komisch. Ich glaube, ich bin das Problem. Die anderen sind gar nicht das... Also die anderen sind gar nicht komisch, sondern ich bin komisch. Alter, oh Gott, wir haben Dr. Kotzen vergessen. Na ja, gut, dafür ist ein gutes Spiel. Okay, Publisher suchen. Ich finde die Vergütung zu wenig. Electric Arts? Gehen wir zu EA? Werden wir... Ich meine, wir... EA? Gibt uns genau viel, hat mehr Marktstärke. Auf geht's. Und auch noch Adventure. Auf geht's. EA. Ab 16. Elektronische Post. Entschuldigung. Doch ein bisschen jünger. Ja, aber nice sagt doch jeder. Ich dachte echt, dass es eher die Jüngeren wären und dass bei Gronkh halt dran liegt, dass halt viel mit Internet. Nice, ja, nice finde ich gut. Finde ich gut. Ich schiff draußen ein wenig. Oh, Eis wäre echt geil. Ich kann geil nur bei Essen sagen. Es fällt mir echt auf. Ich kann geil nur bei Essen sagen. Okay. Mehr kann man von Gameplay und Handlung nicht verlangen. Tolle Leistung. Niemand hätte gedacht, dass auf diesem System so eine Grafik möglich ist. Phänomenal. Die Musik im Spiel klingt wie eine einzige Hitlist. Es enthält kein Lied, das nicht grandios ist. Erschreckend, wie einfach die Bedienung von der Hand geht. Sie ist perfekt. Der Entwickler hat sich selbst und alle anderen weit übertroffen. Was, wir hatten noch eine Vorhersage? Was? Das ist gut. Oh mein Gott, wir haben alles verschlafen. Oh Gott. Sag mal, was ist denn mit uns? Addon, können wir noch ein kostenloses Update für Pokémon Red? Ganz schnell? Ihr seid doch schnell, komm. Wie geil ist das vom Sound? Oh mein Gott. Ehrenmann, oh Gott. Ehrenfrau finde ich noch schlimmer. Oh, Mini? Mimi? Hä? Achso.
Ehre. Ehre finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm. Damit kann ich leben. Hallo? Ach, ich war nicht drin. Okay. Oh. Oh. Mittler, wir nehmen nur 2 Spiele mit. Wir müssen Pokémon Red. Pikla. Nein, wir machen Pikla. Oh, wir haben es rausgekriegt. Komm, Pokémon Red. Komm, Pokémon Red. Ist es ab seit dem... Hä? Was hat denn jetzt Sherlock mit Pokémon zu tun? Sag mal, die verkaufen... Wir verkaufen gar nichts mehr. Ja, das ist sowieso Basato, das ist sowieso. Und wenn ich bei meinen bei meinen Nachbarskindern höre, dass sie gegenseitig einfach in der Nachbarschaft rumlaufen und sich gegenseitig du Hurensohn an den Kopf werfen, da denke ich mir schon, okay, gut, danke. Danke für eure Erziehung der Kinder. Nachputzen. Nee, so lang. Guck mal, das ist doch erst 70 Wochen auf. Oh Gott. Das hat lang gedauert, die Produktion. Ich glaube tatsächlich, dass es länger wird. Noch 6 Bucks. Okay. Könnt ihr kurz unterstützen vielleicht? Ja, so geht das. Richtig. Okay. Abschließen. Das ist Pokémon Red. Pikla. Das sieht eher aus wie Might and Magic. Was war nochmal das, was Funk immer mal zu Ende spielen wollte? Ich bin immer noch. Ich verzeihe ihm das immer noch nicht, dass er das einfach nicht gemacht hat. Das war mein Einschlaf-Let's Play, okay? Pokémon Red. Was? Stopp mal. Ich muss das. Ich krieg koloriert. Addon, ja, das passt schon. Geht nicht, okay. Passt schon. 3 Wochen. 3 Wochen. Passt. Ja, passt. 3 Wochen. Ja, ja, passt. Kann man mit leben? Ja, stopp. Ich muss beenden. Produzieren. Pikla. Bisschen weniger vielleicht. Machen wir mal 80. Komm. Man kann ja nachproduzieren, nicht wahr? Hä, hey, warum läuft es überhaupt noch? Sollen wir vielleicht das mal versuchen? Versuchen das mal. Ein halb von 0. Bei der Magic. Das Game kann ich dir empfehlen. Es ist also super angenehm. Ja, Weltenwanderer, aber bei ihm ist es halt so, ja gut, das ist halt eins von vielen, ne? Aber bei Funk war es halt so... Ist halt schon aufgefallen. Oh, knapp. Aua. Oh, so. Was machen wir denn? Okay, wir müssen das mal wegmachen. Das interessiert ja keiner, das ist ja eh nichts. Sag mal, wieso ist Pokémon Red eigentlich noch da? Was kaufen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir haben doch jetzt EA. Warte mal. Hier, ne? Naja, mir egal. Mach das mal. Aber haben wir? Okay, ihr hasst mich jetzt, aber ist American Football... War das unser Fußball? Nee, ne? Das war Soccer, richtig? Okay. Schade. Machen wir Geschicklichkeit vielleicht?
Aber wir haben keinen Fußball. Zumindest noch nicht. Wir machen jetzt einfach, wir tun einfach mal so, ignoriert das American, okay? Ifo. Ifo? Warte, es ist 1989, also muss es 1990 heißen. Warte, wir machen... Ah, da gibt es ja fast gar nichts mehr, warte mal. 021713. Game Portal. Oh, der geht gut. Der geht gut. Den nehmen wir. Alter, wir haben fast gar nichts mehr. Hä? Kann ich für die nicht? Okay. Okay, also einfach das mit dem drüber schmeißen. Okay, habe ich verstanden. Haben wir einen neuen Kopierschutz? Perfekt. Das ist aber auch nicht mehr so doll. Ich muss, glaube ich, selbst... Nein! Oh, oh, Gott sei Dank. Oh, schön. Ich mag, dass das Spiel für Leute wie mich, die einfach nur dumm sind, gemacht sind. Spiellänge, Content auf jeden Fall noch. Obwohl, was mir so... Komm, das ist so. Mehr Technik. Es muss auf jeden Fall so. Passt schon. Du darfst auf jeder Sprache deine Fußballspieler nehmen. Achso, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall hier... Wir machen mal AA. Wir machen A. Haben wir verstanden? Wir machen A. Body. Tut mir leid. Ich schäme mich ein bisschen, okay? Ach, immer AA. Pipi machen und nicht AA. Du willst Pipi machen, kannst du auch. Das Update für ein Update? Kostenloses Update für ein Update? Ach so, wir können das... Ach so, die nehmen das nicht vom Markt, weil das ja unseres ist. Ach, weil wir das ja gepublished haben. Deswegen sagen die uns nicht mehr... Alter, haben wir viel Geld eingenommen. Einer deiner Programmierer möchte wohl Mitarbeiter des Monats werden und hat eine Nachtschicht eingelegt. Das Resultat ist eine deutlich gesteigerte Performance des Spiels. Plus 11. Du kriegst du nicht mal einen Kaffee geschenkt. Das ist voll krass, oder? Wie macht man das, dass das weg ist? Spiel vom Markt nehmen. Bringt ja nichts mehr. Komm, nehmen wir alles vom Markt. Ja, es hat Minus gemacht. Ist egal, es hat Plus gemacht. So. Jetzt haben wir hier wenigstens wieder Ordnung. Ist schon wieder ein Gewinn, ja. Hat fast 20 Millionen, okay. Also, Umsatz. Was könntet ihr mal machen? Könnt ihr ein Remastered? Remastered von Sexy Pung. William Dunga. Ihr seid irgendwie alle kacke. Egal. Remake und ich darf nichts mehr machen? Warum nicht? Hm. Window Vista. Gibt's jetzt was Neues? 0, 2, 0, 7, 2, 1. Wie viel hast du?
1-3. So, Amigo. Passt. Wir lassen das einfach so, würde ich sagen. Alles aktivieren. Sexy Pung. Sexy Pung kriegt remastered. Das ist Sexy Pung. Pung, ja. Wir haben Pang, nee, Peng, Ping und Pung haben wir. Das war die Zeit, als wir Erotik entdeckt hatten. Ja, ist wie Super Seducer 3. Steam sagt so, nö. Schlongstadtpunkt. Na, das ist mir zu. Das ist mir zu derb, weißt du? Atari Lynx. LAN-Multiplayer. Also jetzt geht's aber ab hier 1989. Echt? Wurden sie? Okay, dann verstehe ich aber, warum Super Seducer so Probleme hatte. Weil das war das, was ich nicht verstanden habe. So. Keine Ahnung, du hast sämtliche Hentai-Spiele oder VR-Bums-Spiele, wo du wirklich einfach einen Penis hast. Einen richtigen Penis. Und dann Super Seducer 3 und nö. 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 Zu krass, nö. Nö. Finde ich auch gut, weil dadurch wird Steam endlich mal ein bisschen aufgeräumt. Und es hat Steam nötig. Einige Fans hätten sich gewünscht, dass Dr. Kotzen 8 die Verflucht einsteigerfreundlicher ist. Kauf das Spiel lieber mal, wie teuer bist du, Spiel? Warum hat das so viel gekostet? Selbst Pokémon Red Pikla hat schon. Los. Ich glaube, das selbst produzieren ist halt wichtig, ne? Oh Gott. Hilfe, das wollte ich nicht. Hilfe! Richtig. Also bei Cyberpunk gehst du ja nicht in VR rum, um deinen Penis in irgendwelche Löcher zu stecken und irgendwelche Brüste anzufassen. TLO. Okay. Ihr seid echt langsam. Ich glaube, nach dem Update werdet ihr mal die unterstützen. Die können nichts, leider. Okay. Haben wir inzwischen Soundtypen? Das wäre mein... Müssen wir echt so einen Kack einstellen? Talentiert, sportlich, eisern, Allrounder. Bringt mir gar nichts. Also das Klo ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Wir nehmen ihn trotzdem. Gottfried! Ach nee, wir hatten jetzt einen, ne? Und mal, hatten wir jetzt noch einen? Nee, doch. Hä? Nee, da ist... Fehlt uns jetzt einer oder nicht? Zinghyun. Her. Okay. Aber sie haben es endlich richtig rumgemacht. Ich bin stolz auf sie. Okay, 3 von 4, auf geht's. Ja, Epi, aber da kann das Spiel nichts dafür. Das ist, du weißt, egal, was ich spiele. Ich möchte Sachen in Löcher, was? Ich möchte gern FIFO. Beta und eine Vorabversion. Kann ich nicht beides, okay. Beta-Demo. Kostet weniger. Nehmen wir. Schlaf gut, Veritas. Träum was Schönes. Danke, dass du da warst. Schon wieder Denkspiel und Detektive? Alter, dein Spiel Dr. Kotzlach, die verfluchte Gruft, gilt als wegweisender Meilenstein der Videospielbranche. Oh Gott. Und hat einen neuen Trend durchgesetzt. Denkspiel und Detektive. Alter, es wird einfach nur noch Denkspiel und Detektive trenden. Gefühlt in 50% der Zeit hat das getrendet, nur weil wir so cool sind. Oh Gott, 222 Bucks, ich glaub's halt. Aber was ist denn mit euch? Ihr habt echt nachgedacht. Drei Rautezeichen. Ist
echt keine schlechte Idee. Merkt ihr das mal, EP? Oh, wir müssen bald aufhören. Also wir müssen eigentlich jetzt aufhören. Oh Gott, Entschuldigung, quietscht. Meine Tastatur. Die drei Hashtags ist ja international. Larry Lotta. Wir haben Entwickler Electric Arts. Nur weil wir den Dr. Kotzen gegeben haben, das werden wir nie wieder machen. Wir sind Entwickler, Publisher und Spiel des Jahres. Okay, da steht was Falsches. Das ist ein Bug. Wiki. Ja, boah, Battle Royale und dann war's. Was war's danach? Boah, das hat mich alles so aufgeregt. Und jetzt war es halt vor Cyberpunk Release, war es halt nur Cyberpunk. Dr. Kotzen war auch ein echt geiles Game. Also, die ganze Reihe gefällt mir halt super gut. Pro Woche 42.000. Sag mal, macht ihr eigentlich was? Warum muss ich mich dann um meine eigene Marketing-Dings kümmern? Was ist falsch mit euch? Spezialmarketing. Das hat einen Hype von 99. FIFO müssen wir noch ein bisschen mehr. Komm, Vorabversion für die Presse. Jetzt ist Zeit. Roboter mega lustig bei 1989. Warum? Guck doch, wie süß der ist. Der sieht ganz normal aus. Sieht alles da aus. Hätte es echt selbst publishen sollen. Wie Grafik runter bei sexy.de. Durch ein Virus sind einige deiner Grafikdateien für das aktuelle Spiel gelöscht worden. Deine Grafiker versuchen nun den Verlust auszugleichen. Sexy.de lebt von seiner Grafik. Unterstützt sie, die haben keine Ahnung von nichts. Haben wir jetzt irgendwer Neues? Ne? Okay. Spirit of the King, nee. Oh, ihr müsst mal wieder forschen. Was ist denn mit euch? Forscht doch mal bitte. Gibt's Fußball? Das brauchen wir dann. Es gibt Cricket, das muss Fußball geben, oder? Fahrrad, Fische, Früchte, Fußball. Oh, das hat uns halt gefehlt, ne? Sexy Grafik verpixelt. Sie arbeiten dran. Ich glaube, sie schaffen das irgendwie. Kann man eigentlich Gameplay verbessern? Oh Gott, das kann man auch. Okay. Dann müssen wir hier leider. Oh, das, ich dachte, das wäre halt viel einfacher. Hochwertige Sounds. Auf jeden Fall. Okay. Mach Polishing. Und ihr Unterstützung abbrechen, hochwertige Grafiken, sexy Punkte. Es braucht euch. Es braucht euch, glaubt mir. Jetzt sollte es ein bisschen schneller gehen hier. FIFA sieht eh schon. Presse hat die Vorabversion deines Spiels ausführlich getestet. In sämtlichen Previews wurde das Spiel gelobt. Wir können davon ausgehen, dass sich dieses Ergebnis positiv auf die endgültige Bewertung auswirkt. Verkaufte Spiele oder was? Gute Männer meinen es gut. Wir machen es nur einfach immer gut, was? Was? Endzeit. Panda. Ich wünsche mir auch noch irgendwie andere. Anti-Cheat wurde freigeschaltet. Ich hätte gern andere Benachrichtigungen, dass man weiß, was benachrichtigt wird, weil es immer das Gleiche ist irgendwie. Und ich achte da teilweise gar nicht mehr drauf. Also blablabla bla, bla hat das Spiel veröffentlicht. Das interessiert mich halt null. Hm. Weg mit den Cheetahs. Hallo? Nee, mach mal weiter. Elfen finde ich gut. Ah, Minisoft hat mein Windows Vista. Minisoft mein Windows Vista? Seht ihr den Fehler? Minisoft hat mein Windows Vista lizenziert. Ich hab die Zukunft geändert.
Boah, die Musik, ne? Warum sind meine Leute so unglücklich? Wir machen nur gute Spiele. Bro-Bound. 62.000 nur? Mann, das war aber ein Reinfall für dich. Xerox geklaut damals. Naja, halt eigentlich von Nintendo. Neue Plattform. Georeo. Georeo. Wer kennt Georeo nicht? Was ist denn Georeo? Muss man es kennen? Es wird kein gutes Remaster, leider. Wir sind halt alle zu schlecht dafür. Dafür sieht FIFA gut aus. Das könnte ein Hit werden. Vor allem, es sieht wortwörtlich gut aus. Fortgeschrittener 16-Bit-Sound. Nicht gut, das forschen wir gleich. Box in Minecraft erscheint. Vielleicht sollte ich Minecraft machen. Vielleicht sollten wir Minecraft machen. Ich mag das irgendwie. Ich finde es irgendwie beruhigend, dieses Drrrr. Weiß auch nicht. Ich muss auch geben. Vertraue deinen Steam. Und 0 Bugs! Stopp! Habt ihr alles gemacht? Was mit euch? 162. Okay. Das wird unsers. Ich möchte trotzdem bunt. Hallo, das wird viel teurer. 50. Nicht so sein. In 4 Wochen. Wucher. Hä? Damals haben Spiele noch viel gekostet. Hallo, Kilvito. Damals haben Spiele noch mehr gekostet als heutzutage. Der Titel bietet große Abwechslung dank zahlreicher Spielvarianten. Großartig. Diese Grafik ist besser als die Realität. Ich habe in einem Spiel noch nie bessere Musik gehört. Streichen Sie. Spiel. Ein Wort zur Steuerung. Perfekt. Mein Fazit, dieses Spiel sollte in keiner Sammlung fehlen. Ach, da seht ihr ein bisschen. Da seht ihr Bescheid, ne? Okay, FIFO. Wir brauchen standardmäßig. Wir machen mal 200.000. Deluxe. 48. Ja, 16 kommt. Passt. Automatisch nachproduzieren. Das passt. Also American Football. Nee, habe ich nicht mehr. Aber das ist egal. Wir müssen ja auch dazu lernen, weißt du? Unterstützt die mal bitte alle. Wir müssen Sexy Pung irgendwie noch hinkriegen. Ich will nicht Lenkrad-Support. 1990, okay. Oh, wir kommen langsam zu meiner Geburt. Ich will da nicht hin. Man muss sich da hin. Man muss sich auf Messen gehen. Sieht da aus wie Fußball, echt? Punkt, sieht auch sexy aus. Entwicklung fortsetzen, wir müssen leider noch. Polish die alle brav. Nee, du machst noch Zeug rein, das ist gut. Sollte ja relativ schnell dann gehen. Sounds, habt ihr da auch noch was zu tun? Ihr polisht nur? Von der Steuerung begeistert, okay. Wartet, wir müssen eine Marketing-Kampagne auf jeden Fall für FIFO. Ich meine, Sherlock, das bringt uns eh nichts. So. Macht ihr mal Lenkrad-Support. Wir brauchen das. Ich sehe das. Updates. Wir brauchen auf jeden Fall ein kostenloses Update für... Dr. Kotzen. Und ihr unterstützt es gut. Warum mehr Sound? Warum sind unsere Sound... Unsere Sound-Leute so schlecht. August Jungsu. Jungsu August, klar. Pong mit Lenkrad. Könnte klappen, ja. Okay. Wir haben so schlechte Sound, Leute. Aber die Soundstudios sind halt auch so riesig, ne?
Augustinus, als Augustinus Neuschäfer. Tifo geht nicht gut. Tifo ist echt. Aber es ist schleppender Start, das passt schon. Wir kriegen das hin. Es ist halt ein bisschen teuer. Die Leute müssen erst wissen, wie gut das Spiel eigentlich wirklich ist. Jetzt machen wir nochmal ein Add-on für. Komm, wir gamblen. Wir machen erst Pokémon und dann machen wir Tifo. Und sobald wir Sexy Punk rausbringen können, das ist unser Ende. Mein Kopf war, ich habe auf mein Handy geguckt. Wie spät ist es? Mit dem Monster Kill. Wie kostet eigentlich das? Okay, vergiss das. Hab mich gefragt. Was kostet die so wenig? Das müsste halt eigentlich ein komplettes Soundstudio werden. Das ist halt. Egal. Sound nimmt so viel Platz weg. Amster. Okay. Also, oh, ihr seid schon fertig. Ups. Add-on für... Oh Gott, Tifo. Mach mehr Tifo, Tifo. Los, Tifo. Tifo, schneller. Wir müssen Tifo verbessern. Oh, mein Gott. Ein Soundstudio. Ja, das sind auch Zäune. Hier, guck. Mauerzäune. Das sind die einzigen wahren Zäune. Viele Fans sind begeistert von der Grafik von Tifo 1990. Yes, we can. Das Sound. Und Sexy Pung. Mach mal mehr Sound hier. Du klingst halt echt wie Scheiße, du Spiel. Unterstützt ihr eigentlich die Richtigen? Okay, tut dir schade. Ohne Sound ist alles doof, ja. Jetzt Batman. Ich glaub an dich, du wirst das schaffen. Okay, warte, könnt ihr hier noch Aufbauspiel, das ist cool. Doch, Aufbauspiel, da sehe ich mich. Engines entwickeln. Können wir die nochmal upgraden? Wir müssen halt nur gucken. Ich hatte halt immer noch am meisten. Ich habe Angst, dass ich den Sprung verpasse. 0%, 0%, also Georeo, ey. Atari Lynx. Okay, den müssen wir nochmal ein bisschen teurer machen. 134, da sehe ich mich. Aber Rollenspiel finde ich halt gar nicht so gut. Warum haben wir eigentlich warum hatten wir Rollenspiel? Soll nach PC noch kommen? PlayStation! Handy! Wir haben 1990, da kann doch mal was kommen, oder nicht? Ja, das geht ja, weil notfalls kann ich halt einfach bei denen sagen, okay, ihr fixt jetzt Bugs. Aber der Sound geht halt nicht hoch davon. Oh Gott. Sieger Playgear, Game Mate, Philips. Das war zu schnell. Das nächste große Ding vorher. Doch, du hast recht, du hast recht. Ich sehe es auch kommen. Ich glaube, bald haben wir VR, ja? Doch, du hast recht. Gib der ganzen Sache noch 3 Wochen, dann ist alles gut. Okay, ihr habt die Engine gemacht, das finde ich gut. Es hat ein bisschen was gebracht, aber ey, Tifo ist halt super unbeliebt. Warum? Verdammt. Die mögen das alles nicht. Ich habe vergessen, dass das ja eine neue Franchise-Ding ist. Oh. Okay, wir müssen Add-ons raushauen. Wir müssen einfach investieren. Wir müssen investieren, dass sie kaufen. Gleich nach dem Tamagotchi. Nee, Tamagotchi kommt erst in 20 Jahren. Oh, du meinst diese Dinger, ne, die du so zusammenrollen konntest und dann sind sie boom, boom, boom. Das hat bei mir nie gescheit geklappt. Ich habe die irgendwann immer einfach nur im Arm gemacht.
Was macht ihr da? Ich sehe es nicht. Ihr macht noch was. Okay. Ja, nee, macht weit. Arbeitet. Alles gut. Level-Editor. Regenbogenfarben. Gumani und Blue Alien Quest. Ich hatte es tatsächlich mit vielen verschiedenen Farben. Nie länger als ein Haar gehalten. Also bei mir hat es nie funktioniert. Das ist immer so schief gesprungen. Das hat einfach nicht geklappt. So wie es klappen sollte. 1, 2, 3 Bucks. Ja? Dr. Kotzen gebe ich nie wieder jemandem. Das wird meins sein. Das wäre nur noch ich. Wir sind im Plus. Los. Wir müssen noch mehr. Wir müssen noch mehr. Wir müssen reinbuttern. Wir brauchen eine Fanbase. Das muss gekauft werden. Das ist mir egal. Jojos. Oh, Jojos konnte ich nie. MMO-Add und FIFO. Würde tatsächlich irgendwo Sinn machen. Aber. Gott. Das klingt gefährlich. Das klingt als etwas, was ich nicht gerne sehen würde. Aufgabe abbrechen. Okay. Gameplay verbessern geht ja nicht mehr, ne? Deswegen macht ihr jetzt Bugfixing. Weil ihr habt echt schon, also das Gameplay geht schon. Das Sound macht mir halt Angst. Oh Gott. Rohr hat Wind of Vista. FIFO interessiert einfach niemanden. FIFO interessiert niemanden. Titanic, nee, nee, nee. Uns alle mit runter. Nein, wir gehen nicht unter. FIFO hat keine Zukunft. Doch, guck dir das doch an. Guck dir das an. Es hat einen schweren Start. Ich gebe es zu, ja. Aber es ist jetzt. Guck, es steigt immer mehr. Meine Updates. Die zahlen sich aus. Komm, können wir die mal da unterstützen? So ausnahmsweise mal. Jetzt, wo wir FIFO zum Laufen gebracht haben. Sollten wir vielleicht doch nicht unterstützen und lieber kostenlos Add-on für Pokémon nochmal versuchen. Die Musik, ne? Oh. Die ist catchy. Ja, das passt, weil Pokémon und Ash Ketchum so catchy, weil der Pokémon fällt. Jedes Jahr das gleiche drauf. Epi, das ist die Idee. Wir sollten jedes Jahr ein FIFO rausbringen. Und weißt du, wie cool wir sind? Wir machen einfach nur ein Jahr plus dran immer. Wir müssen uns noch nicht mal Untertitel überlegen. Einfach nur FIFO 1990. Danach muss FIFO 1900. Wir sind im 12. Monat. Nein! Okay, wir müssen einfach nächstes Mal FIFO zweimal rausbringen. Passt schon. Komm, ihr könnt schon mal neues. Nein, nicht neues Spiel. Fortsetzung. FIFO, wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also. Ist schon Woche 4 in Monat 12. Also, Fußball. Fuß. Ich suche einen Fuß. Danke für den Fuß. Wie, wir haben keine Lizenz mehr. Wie, wir haben keine... AEFU Champions League. Passt auch. Nehmen wir. Nein. FIFO 91. So. Warte mal, wir brauchen, glaube ich... Nee, das passt. Unsere Engine haben wir geupdatet. Updated. Updated. 2.7. 2.5. Gibt's einen neuen Kopier... Ups. Gibt's einen neuen Kopierschutz? Den nehmen wir. Anti-Cheat. Das brauchen wir für FIFO. FIFO braucht das. Und hier bitte... Stärkere Optik-Priorität, Steuerung begeistert, höhere Spiellänge, mehr Content, Spieltiefe. Optik. Mehr Content, klar. Spieltiefe, klar. Mir, bitte. Passt alles.
50er Hype. Oh, wir machen das zu früh, ne? Aber wir können nicht anders. Aber wir machen das schon mal. Unterstützung abbrechen. Hochwertige Sounds für Ifo. Für FIFO. Abbrechen. Gameplay verbessern für FIFO. So. Dann müssen wir danach nämlich nur noch wieder die Unterstützung zuweisen. Okay. Wir fixen Bugs. Erik Games. Den machen wir fertig. Den machen wir fertig, ja? Nintendo. Wer wird gewinnen, Nintendo oder Erik Games? Los, wer wird gewinnen? Hm? Sag nichts Falsches. Richtig so, Epi. Wir werden gewinnen. Nintendo. Nintendo wird einfach die Weltherrschaft der Spiele Vollmacht an sich reißen. Und keine Ahnung, Dex. Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob es irgendwie ein Ende gibt. Keine Ahnung. Okay. FIFO geht schon. Pikla Pika. Das war halt das Addon voll für einen Eimer. 41 Bucks noch. Ich muss nur bald Minecraft rausbringen. Ich versuch's. Ich mach das. Warte mal, haben wir hier jetzt coole Arbeiter? Nein. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir halt auch nicht nur so eine Stunde oder so spielen, müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir unsere Leute ausbilden, ne? Wir müssen halt wirklich mal sagen, okay, die eine Seite arbeitet, die eine Seite lernt oder so. Vielleicht machen wir ein übergangsmäßiges Trainingszimmer, wo wir echt alle einfach mal trainieren lassen. Damit wir danach hier endlich unsere Power haben, die wir haben wollten. Wobei man Spiele vertreiben kann, wäre sicherlich nicht schlecht. Hab ich doch! FIFO. Okay, das kann aufhören. Abbrechen. Ja, mach mal abbrechen. Kannst halt. Hat sich gelohnt, dass dafür ein Add-on war. Können wir ein Spiel produzieren? FIFO und. No. Tutorial macht's gerade. Finde ich gut. 33 Bucks. Jetzt macht mal schneller. Ich muss Pipi und ich muss mit dem Hund gehen. Jetzt beeilt euch doch mal. FIFO geht schon. Aufgabe abbrechen. Ja. Können wir Spezialmarketing für FIFO 1991 machen? Komm, Beta-Demo. Ich muss Pipi. Blizzard Studios. Wir müssen World of Lovecraft machen. Wie mit dem Hund gehen. Ja, ich werde Gassi geführt. Richtig. Richtig. Du hast es richtig herausgefunden. Überhype erzeugen. Schade. Schade. 9 Bucks. Ich beeilt euch. Beeilt euch. Sexy Pumpe hat nicht für immer Zeit. Ich muss Pipi. Aber eigentlich können wir das ab. Weiter. Okay. Ein Bug. Ja. Okay. Aufgabe abbrechen. Ja. Unterstützen. Und zwar die da oben. Die da oben. Ja, perfekt. Was machst du? Unterstützung neu zuweisen. Hier. Nee, warte mal. Ach komm, das können wir noch durchlaufen lassen. Ups, lieb. Oh. Publisher müssen immer Pipi. Genau, Weltenwander. Jack the Monkey 2. Oh. Unser Window wird für alles benutzt. Wir sind krass. Okay. Fertig. Mach fertig. Aufgabe abbrechen. Das Geld, das hier weggeht, ne? Unterstützen und zwar die hier oben.
Perfekt. Und ihr? Selbstvertreiben. Das ist mein sexy Punkt. Für immer. Das ist immerhin remastered. So, ja, so. Dafür kriegt er aber auch nur schwarz-weiß. Für die alten Feelings. Und dafür gibt es auch keine Collector's Edition. Keine Sammelfigur, meine ich. 3 Wochen. Das muss ich jetzt auch noch machen. Ja, ja, bla, bla. Ja! Sexy Pung ab 12. Das Gameplay und die Handlung gehören zum Besten, was dieses Genre zu bieten hat. Ich bin mir sicher, dass die Grafik gegen irgendein Naturgesetz verstößt. Absolut perfekt. Zum Sound. Musikalisch bewegen wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Toll. Selbst mit 2 linken Händen werden sie hier nie die Spielkontrolle verlieren. Das Spiel ist ein absolutes Muss für Genre-Fans. Top. Ja, ist halt sexy Punkt, ne? Wir machen mal nicht so viel. Nicht so viel. Wir sind ja nicht so großkotzig. Sexy Punkt war immer teuer. Kein nackter Ball. Nein, kein nackter Ball, Epi. Ausnahmsweise nicht. Okay. Okay, aber jetzt müssen wir echt schnell ausmachen. Weil ich muss echt dringend Pipi, okay? Und ich muss wirklich los. Mein Hund muss weg. Spiel wurde gespeichert, schön. Okay, so. Wir machen jetzt ganz, ganz zicki-zacki. Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Sagt mal was. Wen nehmen wir zum Hosten, Raiden, Dingsbums? Wisst ihr, was wir einfach machen? Das ist das Einfachste, weil immer, wenn wir das... Ja, wir machen jetzt Gronkh, richtig. Weil immer, wenn wir was Kleineres machen, dann muss ich da sein, weißt du? Und er kriegt das eh nicht mit, deswegen hier, bitte. Gleiches Spiel. Ihr seid eh schon da, also passt schon. Das passt schon, oder? So. Dann... Dankeschön fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank fürs mit mir aufmachen und mit mir mithypen. Dankeschön, dass ihr euch mit mir mitgefreut habt und mitgefiebert habt. Das war sehr lieb von euch. Dankeschön. Das hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Schlaft später gut, falls ihr noch was esst, was, wie ich das mache. Guten Appetit und bis morgen. Also später. Bisili. Danke euch.